war letztes Mal so ein, ich kann mich verpissen, Viech. Ich kann mich unsichtbar machen. Und das hier ist so unsichtbar. Das ist, nein, es ist da drüben, oder? Nein, das ist doch unser Freund Sägezahn. Und da hinten ist... Oh! Freund Feuerbrüllung. Okay, ja, jetzt ist das unsichtbare Viech weg. Das war der hier. Ein Pirscher. Ich höre bei irgendjemandem Hilfe schreien. Oder? Wenn das ein Pirscher war, pirschen wir uns jetzt auch mal an einen riesen See. Ich muss mehr über diese Maschine herausfinden, wenn ich sie überbrücken will. Noch eine Brutstätte? Na toll. Habe ich eine in der Hosentasche? Okay. Was gibt's da hinten? Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Was gibt's da unten? Dich nach unten, das wird gefährlich. Ich befürchte ja, die Biester kommen sogar übers Wasser. Oh, da schwimmt was im Wasser, oder? Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Riesensee. Das da vorne ist was Schwimmendes, was uns 100 pro nützlich für eine alte Rezeptur nicht mag. Also gehen wir wieder mal in der Hoffnung darüber, dass wir hier irgendwo noch Land finden und nicht darüber schwimmen müssen, oder? Oder aber keine Chance. Nein. Nein, da schwimmen wir nicht. Da gehen wir mal hier hoch und schauen uns den schönen See von oben an. Da unten läuft ein Gubbel-Gubbel. Na toll. Ich werde aber irgendwie da... Ah, da schwimmen noch mehr von dem Scheiß rum. Nee. Das wollen wir nicht benutzen. Bestimmt ein bisschen was anstellen. Oh, der kommt nicht hoch. Das schwöre ich euch. Komm her schon, gib mir mal eine Eis. Erster Treffer. Ja. Oh Scheiße, der kommt ja hierher. Ich habe beschlossen, dass es kacke ist, hier oben zu stehen. Oh, verdammte Scheiße. Ich Depp. Entschuldigung. Uah, die schlafende Hunde geweckt. Eieieiei. So was bescheuert. Maßnahmen.
trotzdem kacke. Das Wasser ist warm. Ja, schön, aber ich will jetzt noch nicht ins Wasser, weil ich traue mir noch nicht hier. Abgesehen davon liegt hier noch Zeug rum. Ich brauche ein paar Pfeile. Okay, das geht noch. Oh, da liegt ein Schwein im Wasser. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Oh, da liegt ein totes Schwein im Wasser. So, hier brennt jetzt überall alles, oder? Und ein Sturm kommt auf. Oh, wow, 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 wow. Schlechte Karten, schlechte Karten, schlechte Karten. Wo sind wir? Wir sind hier. Und wir müssen immer noch da ganz hoch. Ich will nur nicht durch den See schwimmen, weil mir das gefährlich erscheint. Halt! Aber wir können ja auch so auf die andere Seite, oder? Aber hier können wir doch bestimmt irgendwo... unvorhergesehen auf die andere Seite. Oh, guck mal, da kann man... Irgendwo kann man von da, von oben kann man irgendwo hier runterrutschen. Aber ich muss ja eh da lang. Gibt es hier vielleicht irgendwo mal ein Feuer, also lagerndes Feuer? Boah, ist da noch mehr See? Also nur See hier. Oh, da wollte ich mal hin. Puh, da wollte ich mal hin, ist gut. Halt. Da ist doch wieder irgendwas, was hier schießt. Und zu der Hütte hier. Kann jetzt erstmal nichts schaden. Also machen wir hier noch nicht. Nein, da gehen wir nicht ins Wasser. Und wie lange können wir hier ran? Oh, das sieht kacke aus da hinten. Okay. So. Gibt's hier was? Kann man hier rasten? Ich höre hier irgend so ein Drecksviech. War das hier mal eine Angelhütte? Ah, da ist wieder so ein einer aus der Abteilung gemeingefährlich. Hier wohnt irgendwo einer. Aber hier gibt es doch nichts. Gar nichts. Also gibt es hier nichts. Wo sind wir hier? Also ich muss doch irgendwie da ganz rum, habe ich das Gefühl. Oh, da ist irgendwo ein Feuer. Na dann. Oh, das ist wieder auf der anderen Seite, oder? Platz mehr. Okay. Man soll nicht töten, wenn man satt ist. Das hier ist kaputt. Eindeutig.
Stürmer. Stürmerherde. Und eine kaputte Hütte. Man findet hier nie was an den Hütten. Lustig, ich kann da runter. Aber das ist ja jetzt nicht so hoch, dass man sagen will, voll der Brüller, wenn man da runterfährt. Wald rutscht. Ja, aber froh, ich bin am Feuer vorbeigelaufen, wie es aussieht, oder? Moment. Was? Oh, wer kommt da? Kollege Feuerbrüllrücken. Nee, der ist böse. Böse, 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 böse. Und ich laufe außerdem auch jetzt von meinem Ziel weg, ne? Ah, nee, 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 das geht ja gar nicht. Bududu, bududu, das geht gar nicht. Na toll. Sägezahne umlatschen und den Feuerbrüllrücken und noch mal ein und noch ein. Oh, kann man da, kann ich da was tun? Kann ich das benutzen? Nee, kann ich nicht, ich kann das benutzen, so ich schmeiß das mal da runter. Nur in den Brutstätten lerne ich, wie man diese Maschinen überbrücken kann. Ja, ja. Ich weiß. Keine Brutstätten. Das übrig, ne? Aber ich komme da ja so wohl kaum hoch, oder? Ist irgendein Weg hoch? Warte, war der Gubbel-Gubbel und der ist ja tot. Ah, bin ich jetzt richtig? Ja, schon, aber. Ich muss dann irgendwie leicht um den Berg rum hier. Oh, was ist das? Was ist das da? Weiße Spiegelung vom Wasser. Wieso ist da jetzt aber mal Licht an? Da wohnt doch keine Sau. Oh, ich laufe im Kreis. Aber da wohnt kein Schwein. Okay. Mal aus, machen wir halt. Ich wollte ja auch unbedingt da nochmal langlatschen, ne? Wow, da spiegelt sich. Spiegelt sich der Mond im See. Ja, dunkle Geheimnisse der Erde und den See überqueren wir im nächsten Teil. Von und mit dieser netten Dame, Eloy und Horizon Zero Dawn. Bis die Tage und tschüss.